zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es dreht sich heute um die Hi-Hat, weil die Hi-Hat hat die Funktion, die Marching Becken in dem Bandkontext zu imitieren und wie man die Hi-Hat optimal einstellt und so weiter und so fort, erfahrt ihr genau jetzt. Wir sehen hier die Hi-Hat und wir sehen auch, dass die Becken hier einen sehr geringen Abstand haben. Man kann sie schon so benutzen, aber das Problem ist die geringe Lautstärke und die Hi-Hat ist ziemlich leise. Ja, was heißt leise? Sie ist schon ziemlich laut, aber noch nicht laut genug. Und ich werde jetzt mal eben den Abstand der Becken voneinander erhöhen. So, wir sehen jetzt hier komplett, dass der Abstand zwischen den Becken deutlich erhöht ist. Jetzt ist die Lautstärke der Hi-Hat optimal erreicht. Also es ist wirklich schon ziemlich laut und das sollte die Dynamik sein. Und wie man das Ganze jetzt verstellt, zeige ich euch noch einmal. So, was ich jetzt tun werde, ist, ich öffne die Klammer hier von der Drop Clutch und mit dem Fuß drehe ich jetzt das Hi-Hat-Pedal herunter, man sieht es hier. Und wenn das zu einem bestimmten Punkt geschehen ist, dann schließe ich die Klammer der Drop Clutch und öffne das Pedal und wir sehen, die Hi-Hat-Becken haben einen sehr guten Abstand voneinander. Und das bringt auch die nötige Lautstärke mit sich. Und diese Lautstärke brauchen wir, weil in einer Marching Band ist es ja nicht gerade oder nur geringfügig leise. Es kann natürlich sein, dass leise Dynamiken vorherrschen, aber um den optimalen Dynamikbereich von leise zu laut erreichen zu können, brauchen wir diesen gewissen Abstand zwischen den beiden Becken, die wir jetzt optimal erreicht haben. Weil dann können wir die Dynamik perfekt kontrollieren von sehr leise bis schlussendlich ziemlich laut. Und das Ganze funktioniert wirklich hervorragend. Ich werde jetzt mal die Hi-Hat mit der Bassdrum und anschließend auch mit der Snare Drum demonstrieren, damit man mal genau hört, wie das eigentlich im Zusammenhang in der Kombination Bassdrum, Hi-Hat und Snare klingt, damit man ungefähr sich vorstellen kann, wie das Ganze im Zusammenhang klingt. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass man mit der Hi-Hat nur eine von sehr vielen Schlagvarianten der Marching Becken imitiert.
passieren kann. Und das ist einfach nur, wenn die Becken so zusammenschlagen. Man kann natürlich die Hi-Hat splashen und halt eben wieder auf den Chick umgehen. Aber das war's. Es gibt noch sehr, sehr viele andere Formen des Zusammenschlagens von den Becken. Das kann man mit den Hi-Hat natürlich nicht imitieren, sondern nur die zwei Möglichkeiten, und zwar Hi-Hat Splash und Hi-Hat Chick. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal, lasst einen Kommentar da und gebt dem Video einen Like und aktiviert auch die Bell, also die Glocke natürlich. Und wenn ihr das getan habt, dann würde ich mich natürlich freuen. Macht es gut, ciao.